Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich grüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen kleinen, nein, nicht kleinen, einen fetten Drogerie-Haul. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, in diesem Haul wird es auch noch eine Verlosung geben, was es gibt und was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, sage ich dir nachher. Ich bezweifle, dass die Drogeriemärkte in unserer Umgebung überhaupt noch irgendetwas am Stand haben. Weil wenn ich mir hier so meinen Tisch angucke, dann, ja, ich war nicht nur einmal in der Drogerie, also ich war zweimal tatsächlich bei DM, aber online unterwegs und ich war einmal im Rossmann. Also das hier ist quasi das Ergebnis von drei Einkäufen, bedingt dadurch, dass ich Adventskalender befülle und dass wir im Haushalt einige Produkte brauchten und dass ich einfach Sachen gesehen habe, die ich einfach schön fand. Und mit den Sachen, die ich einfach schön fand, fange ich teilweise einfach mal an. Und zwar gibt es so eine Weihnachtskollektion bei DM. Und diese Weihnachtskollektion beinhaltet so süße Nikoläuse. Es ist so unheimlich niedlich, oder? Und ja, ich habe mir gedacht, für meinen Hintergrund dieses Jahr kann ich mir was Schönes holen. Und da habe ich mir zum einen diesen Nikolauskopf geholt. Die sind halt hier unten so beschwert mit irgendwie, keine Ahnung, Reis oder so ist da wohl drin. Und das ist der eine davon. Ich hatte übrigens nicht gedacht, dass sie so groß sind. Und ich finde es gerade richtig gut, dass die so groß sind. Die waren auch nicht besonders günstig. Hier steht gerade 8,45 oben auf dem Etikett. Ich weiß nicht, ob ich den vollen Preis bezahlt habe. Ich blende euch aber die einzelnen Preise zu den Produkten auch noch ein. Und ja, der ist schon mal rosa, der ist total schön, der fühlt sich auch richtig samtig weich an, richtig hübsch, den mag ich gerne mit seinem süßen Gedönsen und das muss halt alles noch hier so seinen, ne, Platz finden. Dann habe ich mir auch noch geholt einen grauen. Es ist eigentlich super kitschig, aber es ist wiederum so kitschig, dass es schon wieder schön ist, finde ich. Ja, das ist halt so ein Nikolaus, den man halt so hinsetzt und dann bummeln halt die Beine so runter, ne? Den Fuchs habe ich ja auch bei DM gekauft und die Deko-Viecher, glaube ich, die beiden Hängeviecher, glaube ich, auch. Also DM hat echt schöne Deko, muss ich gestehen. Und einen habe ich mir noch geholt und das ist dieser hier, ne? So grün, türkis. Ach, der ist so niedlich. Komm schon, ne? Das kann man nicht anders sagen. Und seine Mütze kann man auch noch irgendwie verbiegen, weil da so ein Draht drin ist. Der ist schon süß, ne? Also das muss alles hier noch seinen richtigen Platz finden, aber die drei sind schon mal ein Highlight, finde ich. Ja, weiter geht die wilde Reise mit dem Produkt, was uns quasi hier so ein bisschen die Sicht versperrt. Ich habe auch Nahrungsmittel wieder gekauft. Da gibt es hier von der Hammermühle Laugenstangen herzhaft und knusprig glutenfrei zum Aufbacken. Die fand ich einfach interessant, weil ich habe so Corinna-bedingt das ein oder andere in meinen Einkaufskorb gelegt, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich geshoppt habe, waren mein Freund und ich in Quarantäne, weil er eine Erkältung hatte und direkt einen Test machen musste, der natürlich negativ war. Aber da hat man schon ein bisschen Panik gekriegt, ne? So, was wäre wenn? Und wenn wir dann zwei Wochen hier zu Hause und mega furchtbar und dass man sich so ein bisschen survival-mäßig was nach Hause holt. Das hier wäre jetzt bis Februar, also bis 28.02.2021 haltbar, was echt lange ist. Also von daher beschwere ich mich nicht, finde ich gut. Ne, das kann man gut gebrauchen. Genauso habe ich hier von DM Bio mir etwas geholt. Das sind Toastbrötchen mit Roggenvollkorn. Da hatte ich einfach in dem Moment Bock drauf. Aber auch die sind recht lange haltbar, sogar bis zum 5.03. Und da hast du 4 Stück drin. Und ich denke, dass man das, ne, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Hier ist jetzt mit Tomate Mozzarella abgebildet, aber ich denke, man kann das auch durchaus mit süßen Sachen bestreichen, die ich mir auch gekauft habe. Genau, ja. Oh, okay, dann habe ich mir einfach, weil ich irgendwie in dem Moment auch Hunger hatte, so eine Mandel-Honig-Schnitte-Gedönsen geholt von DM Bio. Da sind so einzelne Viecher drin. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das sind so kleine Dinger. Und die kann man, glaube ich, ganz gut snacken, so zwischendurch. Und deswegen hatte ich da einfach Bock drauf und habe das geholt. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr nach Marzipan schmeckt. Dann habe ich mir... Ich hatte irgendwie Bock auf Mandeln. Warum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil ich nach Mandelmilch gesucht habe, die gleich noch kommt, habe ich dann das ein oder andere noch gefunden und dann auch aus Nepp reingelegt. Mogli Riegel Mandel. Mhm. Habe ich mir auch mitgenommen. Genau.
Ich glaube, bei DM kannst du das machen, dass du einzelne Riegel bestellst. Bei Rossmann geht das, glaube ich, nicht, ne? Meine ich mich zu erinnern. So, dann habe ich mir noch ein bisschen was mitgenommen fürs Frühstück, noch mehr. Und zwar, das ist wahrscheinlich wie so eine Art Porridge, einfach ein Früchte-Frühstücksbrei ohne Zuckerzusatz. Da sind 500 Gramm drin und das rührst du dir dann einfach an. Ne? Mit warmer Milch oder warmer Mandelmilch oder sonst irgendwas. Kann aber auch kalt sein, glaube ich. Aber genau, ja, hier steht warm drauf, eine warme Flüssigkeit. Genau, weil sonst quält das, glaube ich, nicht richtig gut. Wobei, nee, man kann es auch kalt essen. Je nach gewünschter Sämigkeit mit etwas als der doppelten Menge kalter Flüssigkeit aufgießen. Hier, guck. Ne? Kannst du warm, kannst du kalt, kannst du gut. Ich mag Porridge. Ne? Auch so zum Frühstück ist es mal eine ganz gute Geschichte. So. Okay. Ja. Ach komm, wir machen jetzt hier weiter. Süßigkeiten. Feine Vanillekipferl von DM Bio habe ich auch mitgenommen. Da sind jetzt 100 Gramm drin. Einfach so als Weihnachtssnack. Habe ich Bock drauf gehabt, habe ich mitgenommen. Und hat dann seinen Weg in meinen Korb gefunden. Dann habe ich das hier bei Profissimo gesehen. Das fand ich total ansprechend. Ein kleines Dankeschön. Das sind Geschenkbeutel und da sind 4 Stück in 2 verschiedenen Größen drin. Einmal in 12x20 und einmal in 10x15. Und ich denke, das kann man einfach so, weiß ich nicht, so zu Nikolaus stelle ich mir das ganz gut vor, dass ich die so als kleines Nikolaussäckchen befülle und dann bei meinen engsten Kollegen auf den Tisch stelle, so als kleines Dankeschön einfach. Ne? Weil wir haben zusammen die Corinna-Zeit überstanden und dann kann man das machen. Deswegen, das fand ich ganz schön und deswegen habe ich es mitgenommen. So, ja, Mandeldrink, den habe ich gesucht, den habe ich gefunden. Das ist der Mandeldrink Natur von DM Bio. Da ist 1 Liter drin. Ich trinke ja keine normale Milch mehr, so weit wie ich das halt hinkriege. Und versuche weitestgehend dann Mandelmilch zu trinken. Da habe ich dann auch noch von Shear eine mitgenommen. Die ist halt ein bisschen teurer, ne? Ich nehme meistens die ungesüßte Variante mit. Genau, das ist von Shear. Ich habe gehört, oder ihr habt es tatsächlich unter meinen Videos mal kommentiert, man muss dann auf die Shear Homepage gehen oder man muss diesen QR-Code scannen und kann dann erst diese Spende freischalten, was ich echt schade finde. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, naja, wenn man halt quasi das Produkt kauft, spendet man direkt, aber das ist wohl nicht so. Habe ich ein bisschen, fand ich irgendwie gemein. Weiß ich nicht, weil man kauft es ja mit gutem Gewissen, ne? Und ich denke, dass die meisten dann eben nicht nochmal auf die Homepage gehen, um das zu aktivieren. Gut, dann habe ich etwas für meinen Freund mitgenommen, weil ich weiß, dass er sowas gerne mag. Von DM Bio, die Hafercookies. Da sind 40% Haferflocken drin und 300 Gramm ist hier enthalten. Ich glaube, ja, mit so Haferkeksen mache ich den immer glücklich. Er mag am liebsten, glaube ich, bei Ikea gibt es ja immer diese Kekse in dieser großen Packung. Und die gibt es auch manchmal beim Aldi. Die mag er, glaube ich, mit am liebsten. Aber ich glaube, damit mache ich den auch wohl glücklich, ne? Ja. So mein Plan. So, dann verlassen wir mal kurz den Food-Bereich, würde ich sagen, weil jetzt habe ich irgendwie mal so ein bisschen Bock auf Beauty. Ich habe gesehen, dass Balea einige Weihnachtseditionen führt, aber auch andere Marken haben Weihnachtseditionen. Und da ich ja Adventskalender packe, habe ich da einiges von mitgenommen. Da ist mir zuallererst dieses Shampoo in die Hände gefallen. Magic Wonderland mit magischem Feenduft, geschmeidiges und gepflegtes Haar ohne Silikone für jedes Haar. Ich weiß noch nicht genau, ob ich den jetzt selber verwenden und behalten möchte oder ob ich das weitergeben werde. Muss ich mal gucken. Aber ich finde es super ansprechend mit dieser Fee hier drauf. Ich muss echt noch gucken, wie ich ja auch die Adventskalender einpacke, in welche Größen der Verpackung ich das packen werde. Ansonsten kann man das ja auch für sich selber nehmen. Und das ist ohne Silikone, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ja, deswegen fand ich das cool. Ja, genau. So, lieber Fuchs, du bekommst jetzt Gesellschaft von Produkten. Dann habe ich ebenfalls aus dieser Limited Edition was mitgenommen und das hier ist die Cremedusche mit magischem Feenduft. Das ist diese hier. Auch das ist für mich so ein Adventskalenderprodukt, ne? Das ist ein veganes Produkt, finde ich super interessant. Rezeptur ohne Mikroplastik und ja, ich weiß jetzt nicht, wie magischer Feenduft riecht. Ich will es jetzt nicht aufmachen, weil ich es ja weiter verschenken werde, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Also lasse ich das jetzt auch mal zu. Dann habe ich aus dieser Limited Edition auch noch mitgenommen die Body Lotion Magical Wonderland. Ich finde die Bezeichnung Magic Wonderland einfach so schön, ne? Ich glaube nicht, dass es jetzt die explizite Weihnachts-LE ist, das kommt wohl noch. Also ich habe ja auch noch was anderes. Ich weiß es nicht. Ist das die Weihnachts-LE? Nee, nicht im November, ne? Genau. Tube aus 50% Recyclingmaterial finde ich auch ganz nett, ne? Genau, auch das ist vegan. Ja, bei Balea Bodylotion muss ich übrigens dazu sagen, bin ich nicht so ultra Fan von, weil das meist weißelt. Also die meisten davon, aber manche weißeln halt nicht. Vielleicht hat man damit ja Glück mit dem jetzt. Dann habe ich noch eine Bodylotion mitgenommen und die soll so ein bisschen auch an dieses,
Alien-Parfum oder so erinnern vom Duft her. Das ist auch eine LE-Parfüm Body Lotion Golden Moon mit dem Duft nach orientalischen Blüten und Früchten. Auch das ist ein Adventskalenderprodukt, ne? Vegan, ja. Riecht man natürlich nichts durch, aber wie gesagt, ich mag es halt nicht aufmachen, ne? Okay, so. Ich habe noch mehr mitgenommen, was die Pflege angeht. Aber hey, ich habe hier noch was aus dieser LE. Das passt jetzt auch einfach in die Zeit. Das ist ein reinigendes Handgel, auch aus dieser Magic Wonderland Reihe. Das finde ich total hübsch. Da hast du auch so einen Hänger mit dabei. Ist wahrscheinlich eher für Kinder, aber ach, auch als erwachsene Frau, die Feen mag, ist es vollkommen in Ordnung, finde ich. Und ja, sowas passt auch wirklich eins ein Adventskalender. Also wenn ihr selber einen bestücken solltet, kann ich euch sowas empfehlen. Genau. So. Dann machen wir mal weiter mit noch mehr Balea. Und zwar habe ich mitgenommen die Winter Protect Haarmilch. Da habe ich schon mal Winter Protect die Haarkur von gehabt, die mir richtig gut gefallen hat. Wintergestresstes Haar und trockene Kopfhaut, ja, das ist echt interessant. Antistatik-Effekt, Pflegeformel mit Keratin und Pitaya-Extrakt, das ist dieses hier. Und wenn das halt genauso pflegend ist, wie die Haarkur war, dann ist es total großartig. Und wir haben natürlich jetzt dadurch, dass wir halt diese Wollpullis tragen, viel, dass unsere Haare halt immer hier, ne, auf die Kleidung und dann sind die elektrisiert und machen pfff, und das ist nicht gut. Und deswegen ist sowas total praktisch. Finde ich gut. Gefällt mir. So, dann habe ich noch von Balmolive was mitgenommen. Das ist eine Limited Edition, sanftes Hautgefühl, Winterträume, ein Duschgel, Flasche aus 100% Altplastik. Das ist ja freundlich. Und ja. Sowas kann man auch super in einen Adventskalender geben, kann man super weiter verschenken. Und schade, dass man es nicht rausriechen kann, sonst würde ich euch das auch sagen. Aber finde ich echt ansprechend. Ich finde es so hübsch, dass du halt diese Blumen hast, die so im Schnee liegen. Ne? Das sieht so, so hübsch hier aus. Also sowas hat man, glaube ich, gerne im November, Dezember, Januar bei sich unter der Dusche stehen. Und Palmolive hat ja auch sehr, sehr pflegende Duschprodukte. Deswegen... Ich brauche hier irgendwie mehr Platz. Okay, dann habe ich noch mitgenommen von BB Wohlig Weich Rich Body Balm mit Shea Butter und Bienenwachs für sehr trockene Haut. Kann man jetzt aktuell auch echt gut gebrauchen. Das ist die hier. Und ich weiß noch nicht. Ich glaube, die wird zu groß sein für einen Adventskalender. Aber ja, ich rieche mal dran. Komm. Boah, die riecht so angenehm nach Baumwolle. Boah, richtig gut. Und ich liebe ja die BB-Creams, ne? BB-Creams. Die sind sehr, 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 sehr angenehm pflegend. So. Mache ich jetzt erstmal ein bisschen Haushalt zwischendurch kommen. Da habe ich von Denk mit Spülbalsam Asian Dream mitgenommen. Ja, wir brauchen halt einfach Spüli, ne? Und wenn das auch mit Balsam mit dabei ist, sage ich auch nicht nein. Und wenn das dann noch irgendwie ansprechend aussieht und mit Blumen drauf ist, dann ist auch alles tutti. Und deswegen, ja, durfte das einfach mal mit. Und damit werden wir dann demnächst unsere Pfannen spülen. Dann habe ich noch ein weiteres Spülmittel mitgenommen. Das ist von Love Nature. Ich glaube, das ist eine neue Reihe bei den Drogerien allgemein. Das gibt es nämlich meines Wissens nach auch im Rossmann zu kaufen. Und ja, das ist einfach ein Spülmittel. Pflanzlich basiert und hypoallergener Duft nach Verbena. Stark gegen Fett. Verbena. Okay, wir riechen mal dran. Boah, das riecht sehr zitrisch. Mhm, aber riecht ganz gut. Ach, spülen, komm. Damit kannst du wohl spülen. Das kriegt man wohin. Gut, dann habe ich noch ein paar Masken mitgenommen und ein paar Badezusätze. Ein paar, aber nicht für mich. Das ist alles für Adventskalender. Okay, da habe ich einmal, weil die auch neu war, Tuch aus 70% Hanffasern. Eine Hanftuchmaske für intensive Feuchtigkeit mit Hanfsamen, Extrakt und Hyaluronsäure. Tuchmaterial, biologisch abbaubar und ist für jeden Hauttyp. Und das fand ich einfach interessant und habe es deswegen mitgenommen zum Verschenken. Habe ich die wirklich eingepackt? Bin ich mir gar nicht sicher, weil ich habe auch ein paar Goodies hier mit in dem, zeige ich euch gleich, mit drin gehabt. Aber ich glaube, die habe ich tatsächlich mit eingepackt. Von Alverde Naturkosmetik die Overnight Mask mit Rosenduft. Doch ich glaube, das habe ich extra für jemanden eingepackt, die auch so auf Rosen steht, wie ich es tue. Dann habe ich noch eine Limited Edition mitgenommen und zwar die Tuchmaske Chocolate Dream. Spendet intensive Feuchtigkeit mit Kakaoextrakt und Mandelöl. Oh, eigentlich flasht mich das selber tatsächlich, das zu verwenden. Aber sowas ist eigentlich ein optimales Produkt, um es in einen Adventskalender zu geben. Und ja, dann habe ich hier noch eine weitere LE mitgenommen von Balea. Das ist die Iced Berries Maske. Regeneriert die Haut mit Beerenextrakt und Jojobaöl und das ist entspannend. Das ist so ein Zweier-Sachet aus Crememasken. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Auch zu dieser Limited Edition Magic Wonderland gibt es eine Tuchmaske, selbstverständlich. Das ist die mit magischem Feenduft, klar. Und die spendet intensiv Feuchtigkeit. Genau.
tolles Design. Dann habe ich auch noch ein Schaumbad mitgenommen aus einer LE, ist es glaube ich auch. Let's Splash Balea Schaumbad Underwater Friends. Duftet nach Unterwasserspaß. Ich weiß nicht, wie Unterwasserspaß riecht, aber sowas ist auch wunderschön zum Verschenken, weil das halt echt hübsch aussieht, finde ich. Dann gibt es auch noch zwei neue Masken von Balea und da weiß ich echt nicht, ob ich die wirklich vielleicht sogar behalten möchte, weil ich mag super gerne die Balea-Masken, die so mit Folie sind. Da gibt es diese Beauty-Effekt-Maske, heißt die, glaube ich. Gesundheit übrigens an meinen Schatz, falls ihr ihn gehört habt. Das ist die straffende Hydrogel-Gesichtsmaske mit Amethystpuder und Hyaluron. Also, ich weiß nicht, ob das... Upsala. Limitiert ist oder ob das jetzt längerfristig drin ist. Dann gibt es auch noch die straffende Hydrogel-Gesichtsmaske, die ist aber mit Diamantpuder und Hyaluron. Auch die finde ich richtig, richtig schön. Also muss ich halt wirklich bei manchen Sachen schauen, ob ich sie dann behalte oder ob ich sie wirklich weitergebe. Weil manche Sachen, die hast du dann in der Hand und die findest du so schön, ne? Dann kauft man sich die wahrscheinlich selber nochmal nach. Weiter geht die wilde Reise. Ich habe eine Handcreme gekauft von Alverde. Relax Handcreme mit Bio-Lavendel. Eigentlich wollte ich die tatsächlich jemandem in den Adventskalender packen, aber die Person hat heute schon ihren Adventskalender bekommen. Aber es gibt noch andere Leute, denen ich gerne etwas Relax-Mo geben möchte. Meiner Kollegin zum Beispiel. Dann habe ich noch mitgenommen zwei neue Pflegeduschen von Trackamoon. Das ist einmal die Snow Rose Princess. Was soll ich auf den Prinzen warten? Pfeif doch drauf, stiebitze mir den Rosenstrauß und stehle mich davon. Wie herrlich kichere ich. Das ist mit Rosenblütenextrakt. Mega. Noch cooler wäre sowas, wenn es auch einen Pumpspender oben drauf hätte. Aber ich glaube, das haben nur die ganz großen Bodylotions oder so. Und dann haben die noch rausgebracht die Creamy Winter Dream Edition. Zarte Flocken verschleiern den Moment. Plötzlich fällt ein Stern vom Himmel und erfüllt mir meine Winterträume. Das ist die Pflegedusche mit Arganöl und Baumwollblütenduft. Und sowas, sowas liebe ich vom Duft her. Ultimativ geil. Also das finde ich richtig geil. Das kann ich mir auch als meinen Duft für den Winter vorstellen. Balea hat auch zwei neue Handseifen rausgebracht, die so in Pumpspendern sind, was ich sehr, sehr ansprechend fand. Da habe ich einmal mitgenommen die Verwöhnseife und Creme 2 in 1 mit Shea Butter und Wasserlilienduft. Ich kann mir gut vorstellen, dass du sowas dann quasi wie so eine Indusch Body Lotion haben wirst, ne? Dass da halt irgendwie gleichzeitig noch eine Pflegecreme dabei ist. Hier steht auch drauf, mit 15% Pflegecreme. Sehr interessant, finde ich. Also ne, gerade jetzt, wo man sich so häufig die Hände wäscht, ist das eine ganz gute Geschichte. Und dann ist das hier die Verwöhnseife und Creme 2 in 1 mit Shea Butter und Rosenduft. Oh, ne? Also theoretisch eine für meinen Freund, eine für mich. Wobei, welche kriegt mein Freund? Ich finde ja beide so toll. Ja, so, noch ein bisschen mehr Deko habe ich mitgenommen und zwar habe ich zum einen diesen süßen, wundersüßen und wunderschönen Elch gesehen, der online aber irgendwie hübsch aussah, egal. Es gab noch ein paar mehr davon, aber die waren irgendwie ausverkauft und ich weiß noch nicht, ob ich den selber behalte und in meinen Hintergrund stelle, weil jetzt habe ich ja schon die Wichtel, oder ob ich den in einen Adventskalender geben möchte, weil das eigentlich auch eine total schöne Geschichte dafür wäre. Dann habe ich mitgenommen noch so eine Kartengeschichte. Frohe Weihnachten und ein glänzendes neues Jahr. Ich glaube, das ist tatsächlich nur eine Karte. Okay, ich bin ja krass drauf. Finde ich aber sehr schön mit diesen Sternchen da drin. Du hast einmal diesen großen Stern und die Sterne bewegen sich. Solche Karten mag ich einfach, ne? Weil wenn ich dann ja auch die Adventskalender verschicke, die Tausch-Adventskalender, lege ich ja auch noch eine Karte mit dabei. So, hier habe ich dann die Sachen, die ich gratis mit dazu bekommen habe. Das ist zweimal die Beauty Effect Tagescreme. Das ist die. Die soll ja relativ gut sein, habe ich aber noch nie ausprobiert. Also solche Proben sammle ich ja immer und dann werde ich die demnächst mal bei Instagram verlosen. Da gibt es eine fette Verlosung. Seid auf jeden Fall gespannt. Und dann habe ich hier noch eine Shampoo-Probe Moist Care Shampoo. Normales bis trockenes Haar, Feuchtigkeitspflege mit für spürbar geschmeidiges, lebendiges und intensiv gepflegtes Haar mit Keratin und Hyaluronsäure. Für die Haare finde ich sehr, sehr interessant. So, dann habe ich noch ein weiteres Deko-Produkt. Das ist dieses hier. Das finde ich super schön. Du kannst da so ein Teelicht reinmachen, ne? Ha, mag ich gerne leiden. Echt schön. Dann, ja, gehen wir jetzt mal wieder über zu ein bisschen Food. Man merkt, glaube ich, dass ich ziemlich viel Essen gekauft habe, ne? Ja, ja. DM Bio Reiswaffeln mit Sesam, das sind die gesalzenen, ja, das sind die hier. Die snacke ich ganz gerne mal zwischendurch, einfach so auf der Arbeit oder so. Und deswegen finde ich das ganz nice, die einfach mal so mir dann zu bestellen. Die haben ja auch diese Weihnachtsgeschichten bei DM Bio und das hier sind die Dominosteine mit Marzipan. Das ist für meinen Freund, ne? Der mag gerne Dominosteine, also kriegt er die. Kann er sich drüber freuen, wenn er will. So. Was nehme ich jetzt? Die Kichererbsen-Chips. Jo, die habe ich schon mal gegessen von DM Bio.
weil die liebe Özlem hatte die mal empfohlen. Und dann hatte ich die nachgekauft und habe sie jetzt nochmal nachgekauft, weil die wirklich lecker sind. Ist nicht viel drin, reicht für einen Abend bei mir tatsächlich auch nur, aber lecker. Dann habe ich noch zwei verschiedene Schokoladen mitgenommen, weil ich dachte, warum eigentlich nicht. Einmal die iChoc White Vanilla Vegan mit Bourbon Vanille. Da muss ich mal gucken, ob ich die mag. Also ich liebe weiße Schokolade, davon mal ab. Aber ob ich die mag als vegane Variante. Das hier wird dann eher für meinen Freund sein. Dein Kauf tut Gutes, wieder Scher, ne? Traube Nuss, Schweizer Bio-Schokolade, Edelbitter. Die bekommt er dann von mir. Genau. Da muss man dann auch wieder den Code scannen. Dann habe ich, weil ich sie auch super gerne mag, die Dinkel-Frischeiwaffeln mitgenommen von DM Bio. Die finde ich auch wiederum, ne, für zwischendurch total lecker. Ja, das hat super viele Kalorien und so ein Kram, aber ich mag es einfach. Und wenn ich zwischendurch einfach so einen Nap habe, dann esse ich mir die. Jambitz ist nur Natur. Fruit Balls. Und die waren wohl bei der Höhle der Löwen. Bio-Fruchtkugeln, galaktische Granatapfel, Cassis, Himbeere. Nur mit der Süße aus den Früchten. Auch sowas, ne, wenn du halt so sehr fruchtige Geschichten hast oder sehr säuerliche Geschichten und du so einfach richtig Bock auf irgendwas Süßes hast und dir dann eins davon isst, dann hast du gar nicht mehr so Bock auf Süßes. Und das war so meine Idee davon und deswegen habe ich die einfach mal mitgenommen. Und einen Kaffee. Ja, Dallmayr Röstkunst Gran Verde, das ist das hier. Wir haben ja auch immer diese Bohnenkaffees, die wir uns holen, weil wir haben einen Vollautomaten, genau. Und das hier ist die Kaffee-Creme. Normalerweise holen wir uns immer die Espresso-Bohnen, weil die irgendwie besser sind. Aber das hat mich jetzt einfach mal angesprochen. Vor allem Fair Trade finde ich ganz nett. Und da muss ich mal gucken, wie uns das gefällt und ob wir da gegebenenfalls drauf umsteigen. Hier sind 750 Gramm enthalten und ja, das ist fair. Bio Organic Arabica aus Peru, ganze Bohnen. Ne? Müssen wir mal gucken. So. Eine Kollegin von mir bekommt demnächst ein Baby und auch meine Stiefschwester bekommt ein Baby, genau, ihr zweites Baby. Und da hatte ich jetzt einfach mal was gesehen, was ich da mitbestellt habe. Ich weiß nicht, wer von den beiden es dann bekommen wird. Das sind Nookies. Und zwar Nook Space lässt zarte Babyhaut atmen für 0 bis 6 Monate. Und das ist mit einem Pinguin und mit einem kleinen Fuchs drauf. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Die fand ich einfach süß. Ja, das musste einfach sein. Dann habe ich das hier, glaube ich, gratis mit drin gehabt. Die habe ich nicht bestellt, weil Mund-Nasen-Masken für Kinder brauchen wir nicht. Aber das sind halt von Van Laak die Mund-Nasen-Masken in drei verschiedenen Designs. Ne? In weiß, in rosa und in kariert. Wir haben auch von Van Laak tatsächlich diese Mund-Nasen-Masken, weil ich die echt gut finde. Die sitzen toll. Aber die für Kinder brauchen wir jetzt so nicht. Ich denke, die werde ich meiner Mama geben. Die kann das dann ihren Grundschulkindern, die ist Lehrerin in der Grundschule, weitergeben, weil ich brauche es nicht. Ne? Also wir haben das hier so nicht im Umfeld. Oder ich gebe das meiner Freundin, die hat ja ein Grundschulkind. Mal gucken. Für Sammy habe ich was mitgenommen, weil der ist jetzt im exzessiven Fellwechsel und da wollte ich ihm einfach mal, oder uns vor allem, was Gutes tun. Wir müssen hier teilweise sehr oft saugen. Perfect Coat De-Shedder 8-in-1 und das ist tatsächlich ja eine Unterfellbürste. Und die habe ich jetzt endlich mal in seiner Größe bestellt. Wir haben so eine Unterfellbürste, aber die ist nur, weiß nicht, halb so groß oder ein Drittel davon. Und da kämpfst du dich echt dumm und dusselig. Ja, die hat relativ, kann ich ja mal rausholen, das vorne recht lang dran. Also das macht mir schon ein bisschen Angst. Aber wenn ich Sammy jetzt normalerweise die Haare kämme, ich kann euch ja mal in der Infobox verlinken, was ich da normalerweise verwende. Das kannst du eher verwenden für das normale lose Fell, was halt aufliegt. Aber jetzt gerade zum Fellwechsel braucht man als Kinderbesitzer eine Unterfellbürste. Weil das ist auch das, was jetzt gerade so krass ausfällt. Und da gibt es hier dieses Produkt, was hier echt gut befestigt ist. Also die geben sich auch immer eine Heidenmühe, dass die Produkte auch wunderschön in den Verpackungen aussehen und toll präsentiert sind. Aber das dann da rauszufriemeln, ist grundsätzlich ein Spaß. Und die liegt sehr, sehr gut in der Hand. Ne? 8-in-1 ist auch eine gute Marke für Hundekram. Deswegen, die sieht echt gut aus. Ich glaube, da werde ich morgen mal mit Sammy ein bisschen draußen wuseln. Okay, dann habe ich noch ein bisschen Food. Und zwar habe ich hier von DM Bio die Schokocreme Nuss Nougat geholt. Das ist quasi mein Nutella-Ersatz, ne? Denn ich liebe Nutella. Und wenn es Bio ist, ist doch schon mal positiver, als wenn ich da mir Nuss Nougat Creme von Nutella gönne.
Dann habe ich mir noch einen Honig geholt. Das ist der DM Biophil Blütenhonig, blumig und süß. Und ich glaube, den hatte ich schon mal in einem Adventskalender drin und den mochte ich sehr, sehr gerne. Und jetzt einfach nochmal in groß. Ich habe jetzt von Glück den da. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich den dann in einem anderen Adventskalender drin hatte. Deswegen habe ich jetzt aktuell etwas viel Honig, aber es ist jetzt ja auch gerade Teezeit. Dann habe ich das hier von DM Bio mitgenommen. Tomate und Quinoa. Das kann man sich einfach über Nudeln geben oder aufs Brot machen, ne? Wie man halt so lustig ist. Ich mag auch gerne, dass ich, wenn ich mir morgens mein Frühstück esse, ein Brot in Scheibe nehme, in der Mitte durchschneide. Die eine Hälfte mache ich süß und die andere Seite mache ich herzhaft, ne? Das ist ein Spleen, aber das ist so mein, wie ich gerne frühstücke. Dann habe ich von DM Bio Sauerkirsche, Fruchtaufstrich, also einfach eine Marmelade mitgenommen. Sowas mag ich auch super, super gerne. Ja, und jetzt kommen wir zum dekorativen Part, bevor wir zu dem Rossmann-Part kommen, denn das war jetzt ja... Nee, oh, einen habe ich hier noch. Aber ich zeige euch erst die dekorative Kosmetik. Und zwar habe ich mir von Trend It Up diesen Rosy Touch Face Perfector geholt. Der soll ja so klasse sein. Bin ich sehr gespannt drauf. Das ist so eine Art Primer. Der ist eigentlich eher poren verfeinernd, sage ich mal, weil das halt eine sehr, sehr silikonige Geschichte ist. Aber ich weiß nicht, man sieht es nicht. Man sieht es einfach nicht, Claudia. Was machst du da? Okay, das fühlt sich super samtig an. Sehr interessant. Muss ich gucken, ob ich das am besten verwende. Habe ich, glaube ich, bei Maxim letztens mal gesehen. Dann hat Judith Williams zwei Parfüms rausgebracht, die ich für Adventskalender geholt habe. Einmal das Powerful Beautiful You, 30 ml. Diese Duftkomposition Nochmal von vorne. Diese Duftkomposition enthüllt mit Litschi, Fräsie und sinnlichem Jasmin ihre unwiderstehliche Aura der Weiblichkeit. Der liebevolle Fond aus Orangenblüte und Kardamom, gepaart mit dunkler Schokolade und karamellisierter Himbeere, macht sie einzigartig und unvergesslich. Dieses Eau de Parfum entfaltet ihre weibliche Stärke und Attraktivität. Beautiful, powerful, you love Judith. Okay. Ja, das steht hier auf jeden Fall drauf. Es ist blinky-blinky. Es ist einfach voll das Adventskalender-Weihnachtsprodukt, muss ich gestehen. Ja, das ist für die eine. Und für die andere habe ich geholt Beautiful Powerful You. Das ist, Wo ist denn das Unterschied, der Unterschied? Achso, Beautiful und Powerful. Okay, das ist dieses hier. Das ist das Beautiful dann. Das ist etwas, weiß ich nicht. Blumiger vielleicht? Mal gucken. Dieser Duft belebt mit zartem Muskatella-Salbei und würzigem Pink Pepper ihre verführerische feminine Schönheit. Das florale Bouquet aus Jasmin und Orangenblüte, gebettet auf cremiger Kokosnuss und magisch anziehenden Moschusakkorden, hüllt sie in Sinnlichkeit und Zauber. Dieses Eau de Parfum erweckt ihr zartes Inneres und lässt ihre einzigartige Schönheit erblühen. Beautiful, powerful, you love Judith. Ja. Das ist witzig, das hinten drauf steht immer. Ich liebe nichts mehr, wenn ich lese, als Beschreibungen von Kosmetikprodukten, Parfümprodukten und so weiter, weil das immer so dermaßen übertrieben ist. Okay, dann habe ich jetzt noch zwei Nagellacke. Einmal von Essie, die haben eine Limited Edition, da kommt gleich noch was im Rossmann Haul. Die 739 Let's Boogie. Das ist so ein Grau mit bunten Glitzerpigmenten drin. Finde ich wunderschön. Kann ich mir gut als Topper vorstellen. Über irgendwelchen anderen Farben. Über Blau, über Grün, über Gelb, über allem. Richtig cool. Und dann habe ich noch mitgenommen von Trend It Up Royal Nude Nail Polish. Das ist die Farbe 040 und der sah online deutlich ansprechender aus als jetzt, um ehrlich zu sein. Das ist auch wohl eine LE von denen. Und ja. Der hat so einen Pinkstift mit drin, was ich richtig schön finde. Ich habe auch immer, tatsächlich, ist es relativ der gleiche, von Freedom einen, den ich gerne, jetzt nicht, aber gerne mal so über meinen Lack auch drüber gebe, um so einen Holo-Effekt zu haben. Den gibt es aber so nicht mehr zu kaufen. Und den gibt es ja jetzt ja aktuell. Also das könnte vielleicht ein würdiger Dupe sein, mehr oder weniger, obwohl das preislich ähnlich ist. Also falls euch sowas interessiert, wenn ihr das mal bei mir gesehen habt, könnte das echt was sein, ne? Und jetzt habe ich hier das Produkt, was ihr auch in diesem Video gewinnen könnt. Und zwar habe ich noch eine ergattern können von Catrice mit Maxim Giacomo Depressed Pigment Palette. Ich verlinke euch oben im E-Mail mein Schminki zu der Palette. Ich finde sie wundervoll. Und genau die könnt ihr in diesem Video gewinnen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist nicht mehr, als dass ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt, einen lieben Kommentar schreibt mit dem Hashtag, der unten in der Infobox steht. Und natürlich solltet ihr Abonnent meines Kanals sein. Das bist du entweder schon oder das wirst du, indem du hier unten einmal auf den Abo-Button klickst.
So ganz fertig bin ich noch nicht mit meiner DM-Bestellung, denn ich habe mir noch ein bisschen Waschzeug bestellt. Normalerweise verwende ich ja meinen Waschball, was jetzt zur aktuellen Zeit ein bisschen schwierig ist, um das mal so zu sagen, weil ich mich nicht ganz wohl damit fühle. Ich weiß einfach nicht, ob ich da alles an Rotze rauskriege, sage ich jetzt mal so. Und deswegen habe ich mir ein bisschen was bestellt, ne? Genau. So, zum einen habe ich hier die White Sensation. Das ist ein Feinwaschmittel für weiße Wäsche. Und genau, das ist von Denkmit einfach. Und das wird jetzt bei uns ganz normal in Anwendung kommen. Das ist ein Waschmittel, Leute. Was soll ich da groß zu sagen? Dann habe ich noch mitgekauft die Denkmit Color Waschmittel Ultra Sensitive. Denn ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich immer Probleme wieder bekommen habe, wenn ich dann auch so unsere Bettwäsche gewaschen habe, durch diese Waschmittel, die da drin sind. Und wenn ich dann halt mit dem Gesicht auf dem Kissen schlafe, was ich als Bauchschläfer nun mal tue. Und vielleicht hilft das, ich weiß es nicht, dass ich das einfach mal so ausprobiere. Dann habe ich noch mitgenommen, weil Vernell hat neue Edition rausgebracht und ich habe mir gedacht, die muss ich unbedingt haben. Ich bin echt ein Vogel, ne? Und ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen habe ich beide mitgenommen. Sehr schön, ne? Also theoretisch könnte ich das auch gratis testen. Den Bon hochladen und das Geld zurückbekommen. Ja, das wäre ja cool. Oh, ich guck mal. Und zwar ist es 99% naturbasierte Inhaltsstoffe, vegan, naturals. Ach so, das ist beides natural, sehr gut. Ohne Silikone, ohne Farbstoffe und das ist mit Ylang Ylang und Süßgras. Einmal diese Duftrichtung. Und dann habe ich hier noch die Geschichte mit Pfingstrose und weißem Tee. Das ist ja so mein Ding, ne? Ja, ich glaube, dann schicke ich zu Vernell mal einfach so mein DM-Beleg und dann können die mir das Geld zurücküberweisen. Das wäre doch nice. Oh, ich rieche so gerne an Waschmitteln, Leute, ne? Das ist eigentlich freaky, aber es ist so. Okay, eins habe ich noch. Und zwar, deswegen konnte ich dieses Paket auch echt unfassbar schwer annehmen, weil das so voll mit Waschmittelzeug war. Denk mit Cozy and Care, Wolle und feine Textilien, Faserpflege und Formerhalt. Hier ist ein Haar von Sammy dran. Auch für Daunen und Lammfell steht hier drauf. Und das ist halt echt ein Produkt, was ich zum Beispiel für dieses Oberteil nehmen würde, was ich jetzt anhabe. Weil das halt so, ansonsten wird es halt kratzig, ne? Wenn du das nicht ordentlich wäschst und nicht ordentlich pflegst. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Jo, ne? Genau. So, dann habe ich mir noch mitgenommen von DM gab es eine Respekt-Männer-Box. Das ist diese hier. Und da habe ich mir gedacht, wir werfen mal zusammen einen Blick rein. Ich werde das meiste davon wahrscheinlich in Adventskalender geben. Oder halt meinem Freund geben. Ne? Also ich finde da gut Verwendung für, wenn ich diese Box nur aufkriege. Das war echt also ein Kampf hier. Okay. Guck mal, hier ist auch alles so schön abgebildet. Wahrscheinlich, ne? Wie man das halt auch aus diesen Special-Boxen von DM kennt. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Verlinke ich euch mal in der Infobox. Ich lege es auf meine Beine, Leute. Hier auf meinem Tisch ist einfach kein Platz mehr. Respekt, Männer. Für den Schnauzbart, der Gutes tut. Darum geht es bei Movember. Movember. Movember heißt das. Bekämpfung von Prostata- und Hodenkrebs. Prostatakrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung bei Männern weltweit. Durch Vorsorge kann man sich und seine Gesundheit schützen. Die Diagnose Hodenkrebs erhalten vor allem junge Männer. Durch Früherkennung überleben aber jetzt bereits mehr als 95%. Jeder Mann kann sich selbst abtasten. Mehr dazu auf www.movember.com. Das finde ich cool, das wusste ich gar nicht, dass die dann, dass die Aktion machen, ne, mit DM zusammen. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch die Box. Interessant. Zusammen mit dir wollen wir zur Männergesundheit beitragen. Deshalb spenden wir 100% aller Einnahmen dieser Box an die Movember-Bewegung. Ach geil. So kommen wir gemeinsam dem Ziel näher, die Zahl der vorzeitig sterbenden Männer bis 2030 um 25% zu reduzieren. Ja geil. Das finde ich toll. Das finde ich richtig toll. Lassen wir uns einen Schnäuzer wachsen und zollen so Respekt. Ja, ich wohl nicht, Leute. Ich kann ja meinen Freund fragen, ob der das machen möchte. Er hat auf jeden Fall so ein Gedöns. Okay, ja, dann haben wir hier einen Rasierer drin. Gillette Mach 3 Design Edition. Also in der Theorie finde ich es cool, dass ein Rasierer drin ist, weil das auch irgendwie mit dazugehört. Aber in der Praxis muss ich sagen, na, nur drei Klingen. Ich liebe Männerrasierer, ne? Wirklich, wirklich, kein Scheiß jetzt. Aber nur drei Klingen ist ein bisschen wenig, Leute. So, dann haben wir hier, das finde ich aber geil, eine Seins Feuchtigkeitsmaske mit Mikroalge, intensive Feuchtigkeitspflege für die trockene und gestresste Haut. Seins ist ja so eine Männerpflegemarke, die relativ, ja, jetzt etabliert auch bei DM ist, also die ist ja gar nicht mehr so ultra neu, ne? Deswegen finde ich jetzt ganz cool. Finden wir auch übrigens in einigen Beautyboxen mittlerweile, also so in Blackbox Men und so weiter. Finde ich echt klasse. Oder in Glossybox Men ist es auch mit drin.
Boston King C. Gillette. Aha. Transparent Shave Gel entwickelt für Styling mit weißem Tee. Okay, 150 Milliliter sind hier drin. Das ist ein Produkt von Gillette. Interessant. Ja, ein Rasiergel für Männer. Für Gesicht, für Körper oder so. Finde ich auch ganz nice. Dann haben wir hier von Gillette ein Aftershave Balm. Das mal soll beruhigen und hydratisieren mit 100 Millilitern. Auch das finde ich sehr nett. Ne? Da haben wir den Rasierer und das passende Gel und das Rasiergel und Aftershave. Und hast du nicht gesehen, dann haben wir hier ein Bartöl, Haut und Bart von L'Oreal Men Expert, bändigt und pflegt den Bart ohne zu fetten, beruhigt Juckreiz und pflegt die Haut. Das ist mit ätherischem Zedernholzöl. Ich glaube, dass ich das meinem Freund auch tatsächlich schon mal geschenkt habe, dass ich ihm das mal gegeben habe, weil mir das so bekannt vorkommt. Bei diesem Barberclub von L'Oreal, das habe ich auch schon öfters mal gesehen, ja. Das ist so eine eckige Geschichte, die steht auch bei meinem Freund im Schrank tatsächlich. Aber ich kenne noch weitere Männer mit Bart, den ich in einen Adventskalender packe. Von daher, das wird seine Anwendung finden. So, als weiteres Produkt haben wir hier selbstverständlich ein Duschgel drin. Und das ist von Seins, erfrischend mit Minze und Koriander. Finde ich scharf. Ne? Minze und Koriander ist schon mal ein sehr, sehr netter Duft, um ehrlich zu sein, für Männer. Und dann haben wir noch mehr hier drin. Krass. L'Oreal Men Expert Hydra Energy Feuchtigkeitspflege, 24 Stunden Anti-Müdigkeit mit Guarana und Vitamin C. Das ist halt auch so ein klassisches Produkt, was echt so, so viele Männer bei sich im Schrank stehen haben. Und ich mag den Duft auch super gerne, um ehrlich zu sein. Und dann haben wir noch ein Produkt hier drin und das ist ein Deo. Das ist mit XXL Deo-Kugel einfach und schnell, das brauchen Männer ja auch einfach. L'Oreal Men Expert Invincible Man Antitranspirant, 96 Stunden. Leute, glaubt da bitte nicht dran. Bitte verwendet mehr als nur alle 96 Stunden Deo. Ja, aber das ist ein Rolldeo. Ein Deo-Roller. Mikrofeuchtigkeitsauffänger. Interesting. Jo. Und das war die Box. Schon ziemlich cooler Inhalt. Und wenn da tatsächlich auch noch alle Einnahmen gespendet werden, macht es die ganze Geschichte noch sympathischer, um ehrlich zu sein. Weil das hatte ich nicht gelesen. Das wusste ich nicht. Ich hatte mir einfach die Box bestellt, weil ich dachte, Mensch, ist doch eine coole Geschichte. Aber dass es eine so coole Geschichte ist und vor allem noch so sozial, habe ich nicht erwartet. So. Kommen wir nun zu meiner, ja, Rossmann-Geschichte. Und zwar, bei uns, da wo ich arbeite, in der Nähe befindet sich ein Rossmann. Kein DM, nur ein Rossmann. Ich hatte an dem Tag gesehen, dass tatsächlich schon einige diese Disney-Kollektionsgeschichten aus der Sister Love LE gelauncht, also gezeigt haben, Videos veröffentlicht haben. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Mist. Warum ist es bei mir noch nicht erhältlich? Ich habe dann an dem Tag auch bei Essence geguckt, bei Catrice online und so, und da waren die meisten Sachen schon ausverkauft. Und ich habe mich super geärgert. Und dann bin ich in der Mittagspause zu dem Rossmann gefahren und habe dort feststellen dürfen, dass sie es noch gar nicht haben. Ich habe nachgefragt und da sagte mir die Verkäuferin, hä, nö, kenne ich gar nicht, haben wir nicht. Hm. Na toll. Ja, da musste ich mir natürlich eine gewisse Ersatzbefriedigung verschaffen und habe mir dann andere Sachen mitgenommen. Egal. Und zwar habe ich hier für Adventskalender mitgenommen von Physicians Formula zweimal. Murumuru Butter Glow Face Palette, das ist der Bronzer, der Blush und der Highlighter. Wie gesagt, für Adventskalender, ne? Denn die Produkte an sich habe ich schon da, alle drei. Und ich finde sie gut. Also den Butter Bronzer habe ich in täglicher Anwendung, ne, dass ich den eben mal schnell drauf mache, weil der super toll sich verblenden lässt. Der Blush ist sehr, sehr dezent. Also, na, das ist nicht so ganz meine Welt, aber er ist sehr schön. Ne? Also für, wenn man nicht hier mit 10 Milliarden Lichtern sitzt, ist er sehr schön. Und der Highlighter ist ein bisschen sehr glitzerig, aber schön. Und ja, dann habe ich mir noch mitgenommen, weil die brauchten wir, Kosmetiktücherboxen von Alouette, Kosmetiktücher Recycling. Denn ich habe letztens bei uns am Essenstisch gesessen und da ist mir aufgefallen, dass wir das gar nicht mehr da haben. Also dass quasi nichts auf dem Tisch stand. Habe in der Vorratskammer geguckt, war nichts mehr drin. Alles klar, muss ich neu kaufen, habe ich direkt drei gekauft. Das ist die zweite. Die dritte steht schon bei uns am Tisch. Die wollte ich jetzt nicht nochmal holen. Aber ich mag die Designs auch richtig, richtig gerne leiden. In diesen länglichen hast du mehr drin. Und ich finde, die kann man auch ganz gut auf den Tisch stellen. So, dann hatte ich noch aus der Essence Xmas Wishes Candy Kisses Edition dreimal dieses Brush Set mitgenommen. Das ist dieses Augenpinselset. Und ja, das sind halt einfach Pinsel, die man gut verwenden kann. Ne? Ein Blendepinsel, ein Lidschattenauftragepinsel, ein Augenbrauen-Eyelinerpinsel und ich glaube, dieser Fanbrush, was ist das? Ich weiß nicht, was der machen soll. Multitalent Fanbrush. Um loses Glitzer, Puder und Highlighter. Ach so, dann kannst du hier highlighten. Der ist aber ein bisschen klein. Aber gut, ne?
auf jeden Fall eine interessante LI, wo ich was von mitnehmen wollte. Da habe ich auch die Highlighter mitgenommen, die ich dort gefunden habe. Einen für mich und zwei für Adventskalender. Jo, der ist hübsch, ne? Ich mache jetzt mal meinen auf, den ich auch weiterverwenden werde. Die anderen beiden werden, wie gesagt, weitergegeben. Ist da schon irgendeiner, wo der Klebi ab ist? Oder muss ich jetzt echt friemeln? Ich meine, das ist ja positiv, ne? Weil so konnte keiner daran rumfummeln und jetzt irgendwie unberechtigt swatchen, weil das kann ich. Ich finde es immer ganz furchtbar. Ich habe bei so vielen Produkten auch geschaut, bei Lidschattenpaletten und so, ne, wo ich was mitnehmen wollte. Aber alle, die es da gab, auch von der Caviar Gauche-Reihe, die waren schon angebatscht und das fand ich echt doof. Macht sowas nicht, Leute. So, und hier ist es halt total süß. Oh, du hast hier diesen Lebkuchenmann drin und ein Herzchen. Ich weiß nicht, ob der das jetzt, ja, jetzt vielleicht? Ich weiß es nicht. Ist schon süß, ne? Ja, und deswegen duftet er mit. Der riecht sogar ein bisschen süß nach Vanille. Ist bestimmt super dezent, aber wir gucken mal. So schaut er auf dem Finger aus. Sehr goldig, Champagnerfarben. Ja, könnte ein bisschen dunkel für mich sein, ne? Aber er ist recht schön. Es ist so ein Goldschimmer. Er geht. Er geht. So, dann habe ich noch mitgenommen ein Parfum. Habe ich nicht sogar zwei Parfums? Habe ich nur eins mitgenommen? Ich dachte, ich hätte zwei mitgenommen. Egal, war für einen Adventskalender, hatte ich nämlich letztens in einer Beautybox, habe ich selber behalten und verwendet. Und das hier war jetzt auch noch reduziert. Von Caline Jour en Rose. Ich finde das super, super toll. Da sind 60 Milliliter drin. Und ich verlinke euch hier oben mal das Video, wo ich das in der Box mit drin hatte. Extrem cool, muss ich wirklich sagen. Also das, ne, ist ein tolles Produkt, was man halt auch weiter verschenken kann. Und das hat irgendwie 5 Euro gekostet. Dann habe ich ja noch diese 10% aus der Rossmann App gehabt und so. Also ich habe hier nicht so viel für bezahlen müssen, wie drauf stand. Rival de Loop Make-up Hyaluron spendet Feuchtigkeit. Ich habe die 01 Porcelain mitgenommen. Und da schwärmt auch Maxime so von, Maxime Giacomo. Und deswegen wollte ich das ausprobieren. Nicht, dass ich schon 5 Milliarden verschiedene Foundations hier hätte. Ich brauchte noch eine. Genau, deswegen habe ich auch nicht nur die mitgenommen. Nein, ich habe noch eine von Physicians Formula mitgenommen, die man sehr schütteln muss. Die sah sehr unansehnlich in der Theke aus. Ich war auch sehr verwundert, denn es gab auf einmal eine Physicians Formula Theke in dem Rossmann. Habe ich vorher nie gesehen. Das hier ist die Organic Wear oder Organic Wear Silk Foundation mit Jojobaöl. Und ich habe 30 Milliliter hier drin und die Farbe 02 Fair to Light. Diese ganz, ganz helle Geschichte habe ich nicht mitgenommen, weil die mir irgendwie zu hell erschien. Und ich habe mir gedacht, die könnte passen, wobei jetzt erscheint die mir fast schon. Aber ich muss gucken, die muss ich auf jeden Fall austesten, als wäre die vielleicht ein bisschen zu dunkel. Dann habe ich noch ganz viel Süßigkeiten mitgenommen, weil da waren so Aufsteller von Lind und so. So, Merry Christmas habe ich mitgenommen. Das sind Schokokugeln gefüllt mit Haselnuss, Nougat. Oh, sowas für Adventskalender ist echt ein Traum. Das habe ich auch zweimal mitgenommen. Dann gab es noch diese süßen Dinger, Mount Momami, da gibt es einmal diesen Pinguin, das ist mit Mandelkipferl und dann gibt es noch den mit Spekulatius und einem Nikolaus drauf. Fand ich süß. Dann habe ich bei Lind gesehen, dass sie diese süßen Sachen haben. A Very Merry Christmas to You. Total hübsch. Das hat auch nur 2,99 € gekostet und hat dann ja auch noch hier diesen Rabattgedönsen drauf gehabt. Gut, ne? In Relation zu den Dingern, die regulär 99 Cent kosten, ist das schon recht hochpreisig, aber ich fand es süß. So, dann habe ich auch noch mitgenommen von Lynn süße Grüße von Herzen, fröhliche Festtage. Ist so schön. 3,19 Euro kostet das normalerweise, aber du hast ja so einen Filztannebaum drauf, ne? Ja, der ist schon süß. So, dann habe ich ja eben schon angekündigt, auch bei Essie noch etwas gefunden aus der Limited Edition. Denn jetzt, wo ich das halt wirklich im Regal gesehen habe und gesehen habe, wie die Farben sind, habe ich mich voll drin verliebt. Da habe ich einmal die Farbe Love at Frost Side und Peppermint Condition mitgenommen. Also einmal so ein Mintgrün und ein, ja, Lavendel, hell, lila. Oh, voll schön. Fand ich extrem schön. Gut, dann habe ich noch mitgenommen Primer und zwar dreimal. Einmal für mich und zweimal für die Adventskalender. Das ist von Rival de Loop, der Hyaluron Primer. Und ich glaube, auch der wurde von Maxime so empfohlen. Genau, da sind zwar nur 20 Milliliter drin, aber dafür ist er halt auch echt relativ günstig. Genau, ich habe mich also von Maxime anfixen lassen.
Tüte ist übrigens leer. Und habe sowohl seine Palette als auch einige weitere Produkte aus seiner Empfehlung gekauft. Das war jetzt mein XXXXXXL Drogerie-Haul. Und ich freue mich drauf, die Sachen wegräumen zu können, denn hier sah es aus wie auf der Müllhalde. Ich sag euch das. Also es ist ganz, ganz furchtbar. Ich hasse Unordnung. Und jetzt kann ich so langsam aufräumen. Und ja, denkt an die Verlosung und das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, die ich so gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!